Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute schminken wir mir einen Look, einen schönen Augenlook mit dieser Palette hier, der Melt Amore y Mariposas Palette. So sieht die Umverpackung aus. So sieht die Palette aus. Und so von hinten und so von innen. Die ist wunderschön. Ich finde sie ein Traum. Ich bin auch lange um sie rumgeschlichen und dann als ich Prozente. Oh, Entschuldigung. Als es Prozente bei Beauty Bay gab, habe ich sie mir dann gekauft. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, heute ist der 17.3. St. Patrick's Day. Und Herr Muffin hat heute Geburtstag. Und deswegen werde ich mit den Grüntönen einen Look schminken. Also mit der oberen Reihe. Ich habe auch passende Fingernägel dazu. Das passt auch alles gut zusammen. Dann machen wir einen schönen grünen Look und ich hole euch näher ran. So. Dann könnt ihr auch alles gut sehen. Ich starte mit dem hellsten Grünton und einem Leni Brush Petite Crease Pinsel. Der heißt Carino. Und der ist gut pigmentiert. Und setze den mir erstmal in die Lidfalte. Das ist doch mal ein schönes Grün. Wir gehen heute noch schick essen mit Schwiegereltern bzw. Schwiegermutter. Schwiegervater ist leider verhindert. Meinem Schwager und meiner Schwägerin. Herr Muffin hat nämlich einen Zwillingsbruder und der hat natürlich heute auch Geburtstag und dann feiern wir alle zusammen. Jetzt gehe ich in Sentimientos. Das ist ein dunkleres Grün und setze den so daneben. Vorher werde ich mit meiner besten Freundin noch für ihre Arbeit einkaufen. Sie hat nämlich kein Auto. Und wir fahren dann zusammen einkaufen. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist immer sehr witzig. Jetzt gehe ich in Guamuchil. Guamuchil? Keine Ahnung, ich spreche kein Spanisch. Das ist der dunkelste matte Grünton und den setze ich mir hier außen in den Außenwinkel. Ich war heute in der Schule. Wir haben WIPO geschrieben, also Wirtschaft und Politik zum Thema Umweltschutz. Das war ganz gut. Also ich glaube, das ist ganz gut gelaufen. Hoffe ich mal. Also einen Fehler habe ich auf jeden Fall. Aber ich hoffe, der Rest hat gestimmt, was ich da angekreuzt habe. Das sind immer nur Ankreuzarbeiten in WIPO. Englisch habe ich zurückbekommen, die Klausur ist eine 1, Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, dass ich mehr Fehler gemacht habe, aber es ging eigentlich. Dann nehme ich mir einen Katzenzungenpinsel aus dem Spectrum Set, dem Oceana Spectrum Set, und gehe in den hellen Chielito Lindo, das ist der helle Schimmerton. Und den presse ich mir, wow, hier vorne auf die Hälfte. Der ist echt nice. Der ist auch ein bisschen cremig. Ja, Schlote.
Schlot hat Redebedarf. Schlot ist meine Katze, für alle, die es nicht wissen. Und jetzt gehe ich in Michoacan. Michoa. Ach, was weiß ich. So ein dunkler Grünschimmerton. Wow. Echt richtig geil, die Palette. Melt macht super geile Lidschatten. Kann man nicht anders sagen. Echt super schön. Und jetzt nehme ich mir auch aus dem Spectrum Set diesen Smudger Pinsel. Das ist der A12 und gehe in die Grüntöne haben wir alle benutzt. Was könnten wir hier noch hinsetzen? So einen kleinen Pop of Color vielleicht. Mensahe. Mensahe? So ein Gelbton. Falls ihr Spanisch könnt oder Spanisch-Muttersprachler seid, tut mir leid, dass ich das so falsch ausgesprochen habe. Es war keine böse Absicht. Die Töne habe ich benutzt. Kann man das mal lesen? Ja, jetzt kann man es lesen. Also den gelben und die grünen. Gefällt mir sehr gut. Eine wunderschöne Palette. Ich bin absolut happy, dass ich sie mir doch gegönnt habe. Jetzt bin ich auch erstmal befriedigt, was Lidschattenpaletten angeht. Ich habe ja auch erstmal genug. Ja, was Blush angeht, würde ich es ein bisschen dezenter halten. Da braucht ihr ja nicht mehr. Ach, ich müsste meine Augen vielleicht nochmal fertig schminken, bevor ich weitermache, ne? Ja. Ich nehme Mascara. Von Avon, die MAC Mascara. Big in Style. Mal gucken, ob die noch gut ist. Ja. Haut mich jetzt in der ersten Schicht nicht von den Socken. Vielleicht ja in der zweiten. Ah, da kommt ein bisschen was. Aber ja, ist jetzt auch nicht so der Oberburner. Die braucht schon drei Schichten, bis sie ein bisschen Wumms macht. Würde ich mir nicht nachkaufen, aber brauche ich jetzt noch auf. Ja, so. Blush nehme ich aus der Zoeva Pink Spectrum Palette. Den
Peachigen hier. Peach Rosé, Gold. Das gefällt mir ganz gut. So, Highlighter. Highlighter. Was nehmen wir denn da mal? Guck ich mal. Das ist ein Blush. Das ist ein Blush. Hier haben wir den von Elf. Den Highlighter. Mal gucken, was der so kann. Oh ja, der ist schön. Der ist so ein bisschen Champagner. Ja, der gefällt mir gut. Die Lippen lasse ich oh naturell. Aber ein bisschen Fixing Spray mache ich drüber. Von Gerard Cosmetics, das Slay All Day in Watermelon. Oh, Herr Muffin kommt nach Hause. Und das ist der fertige Look. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Bis dahin. Tschüss, ihr Süßen. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif.